Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich zeige euch heute die besten Base Locations auf Ragnarok für den PvE Modus. Ich habe selbst schon viel auf Ragnarok gespielt und viele Locations ausprobiert und dazu habe ich jetzt noch ein paar Videos durchgeschaut, um nochmal ein bisschen mein Repertoire zu erweitern und deshalb kann ich euch heute den ein oder anderen guten Base-Spot auf jeden Fall zeigen. Und falls du kein Video mehr zu arg verpassen willst, dann kannst du auf jeden Fall den Kanal jetzt kostenlos abonnieren, da würde ich mich sehr drüber freuen, aber jetzt geht's los! So, Spot Nummer 1 ist folgender. Wir befinden uns hier quasi in der Viking Bay, zumindest heißt es laut Spiel hier auch schon so. Und laut GPS 15.2.25.1. Und zwar sind wir hier am Strand, das heißt hier spawnt man sogar in der Nähe, also hier kann man in der Nähe auf jeden Fall spawnen. Das Gute an der Position ist eben hier, dass wir wenig gefährliche Dinos haben. Das gefährlichste, was hier kommt, ist ein Dilo vielleicht. Wir haben hier eine Ebene, auf die ihr bauen könnt. Auf die andere kommt ihr rüber, indem ihr hier was rüber baut. Das hat ein Metcalf bei uns auf dem Server schon gemacht. Dann könnt ihr auch diese Fläche hier oben nutzen. Habt ihr auf jeden Fall viel ebene Fläche, um euch erstmal ein bisschen auszubreiten. Und hier sind die angesprochenen Dinos auf jeden Fall auch, aber die kriegt man in dem Low-Level-Bereich auf jeden Fall hin. Das heißt, dieser Ort ist auf jeden Fall für den Anfang sehr gut geeignet, gerade für die Leute, die noch ein sehr geringes Level haben oder noch nicht so viel Ahnung von dem Spiel haben. Ein weiterer Vorteil ist einfach, dass wir hier oben den Wald haben, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall keine Holzprobleme haben. Ihr werdet immer genug Ressourcen am Start haben, ein bisschen Metall ist hier auch, wir haben hier natürlich Stein und direkte Anbindung zum Wasser, das heißt, falls ihr Wasser braucht, also ihr braucht sowieso Wasser, aber falls ihr Wasser braucht für Gewächshäuser oder, habt ihr das hier auf jeden Fall auch am Start. Und weil Mr. Adrian das angesprochen hat in den Kommentaren, werde ich auch mal eine Meinung dazu abgeben, wie sicher dieser Ort ist. Sicher. Also sicherer geht es eigentlich kaum in Ark. Dilos hat man überall, von daher ist das ein sicherer Ort, gerade für den Anfang. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist, ihr könnt euch hier noch ausbreiten, das haben wir damals auch gemacht und diesen Ort hier mitgenutzt, um hier ein Gewächshaus hinzustellen. So, dann müsst ihr nicht alles da vorne bauen, wenn ihr alles ein bisschen dichter haben wollt, dann könnt ihr es auch damit vorne hinklatschen. Das ist ja euch überlassen. Ort Nummer 2 sieht folgendermaßen aus, wir befinden uns hier auf der Karte hier. Im GPS ist das 21.8, 24.9. Und wer meine anderen Videos kennt oder schon Ragnarok gespielt hat, kennt auf jeden Fall diese Brücke. Aber das ist nicht der Ort, an dem ihr bauen sollt, sondern wir fliegen einmal hier runter. Und man sieht es schon, es geht hier runter mit dem Wasserfall und dann in eine Höhle rein. Auf eine Ebene, auf der man wunderbar bauen kann. Es ist wieder alles sehr schön eben, was ja für uns PvEler auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Hier hat auch Metcalf gebaut auf unserem Server auf jeden Fall. Und wie gesagt, ihr habt hier ordentlich freie Fläche, die ihr nutzen könnt. Wir haben hier vorne einen Ausgang, den ich euch mal eben zeige. Das heißt, ihr könnt hier auf jeden Fall wunderbar Wasserdinos platzieren, denn dieser Ausgang führt mit direktem Wege zum Meer, was halt super ist, weil ihr habt eine direkte Meeresanbindung. Das ist halt mega gut. Falls ihr später auf jeden Fall mal den Ozean erkunden wollt, könnt ihr das von hier auch sehr gut machen. Wir kommen hier raus, das ist der Wald von der anderen Base sozusagen, von der anderen Seite. Und dann haben wir hier vorne auf jeden Fall das offene Meer. Ich nehme nochmal eben das Haus von Metcalf als Orientierungspunkt, also da der Ausgang. Hier können wir einmal lang fliegen und zwar hat Metcalf das hier auch nochmal mit einem Tor gesichert. Hier kommen wir nochmal ein bisschen weiter hochgeflogen. Allerdings sollte hier kein Ausgang mehr sein, sondern einfach nur die Erhöhung, nicht wahr? Genau, also hier haben wir nur die Erhöhung, hier können wir einmal rumfliegen, hier könnt ihr noch Sachen abstellen, wie auch immer. Und dann fliegen wir noch einmal von Metcalfs Haus einmal hier hoch. Und zwar ist das der zweite bzw. dritte Zugang insgesamt. Und auch der einzige, den ihr irgendwie sichern müsst mit einem Tor. Wenn wir hier aufmachen, kommen wir hier einmal raus in den Wald, den ich eben angesprochen hatte. Hier vorne, fliegt man es vielleicht so ein bisschen durch, fliegt man eben hoch. Ist dann der Zugang zum Meer hier direkt gewesen. Und hier ist der Wald von der anderen Base Location auch noch. Das heißt, hier müsst ihr einmal absichern, weil hier in dem Wald Terzis rumlaufen und die solltet ihr nicht unbedingt in eurer Base haben. Kleiner Pro-Tipp am Rande. Und hier oben, wir fliegen einmal raus, da wo wir reingekommen sind, müsstet ihr das Ganze entweder mit einer Mauer sichern oder hier mit Barrikaden, wie Metcalf das auch wunderschön gemacht hat. Da müsst ihr schauen, ob euch Dinos reinfallen. Das konnte Metcalf jetzt nicht befragen, aber ich denke, er hat schon länger so, da wird nichts reinfallen, wenn ihr da Barrikaden macht. Ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Nicht, dass ihr mal irgendwie auf dem Server kommt und dann ist da auf einmal ein Rex drin. Wenn ihr sowieso im Solo spielt, dann sollte das auch gar nicht so das Problem sein, weil ihr dann immer reagieren könnt. Ah ja, die Sicherheitsbewertung fehlt natürlich noch.
Ihr habt gerade gesagt, es geht nicht sicherer als an dem Ort, den ich euch eben gezeigt habe. Allerdings ist es so, das ist schon sehr sicher. Also sicherer geht es jetzt wirklich nicht mehr. Kommen wir zu Ort Nummer 3. Auf der Karte sieht das folgendermaßen aus. Und zwar befinden wir uns hier 24.027.8. Und zwar haben wir hier eine Ebene. Es ist auch wieder sehr eben alles. Das heißt, man kann hier wieder alles wunderbar bauen, außer vielleicht hier unten. Da geht es ein bisschen blöd runter. Ihr müsstet dann hier aufpassen, dass ihr das wieder hier ein bisschen zubaut mit Barrikaden oder mit einer Mauer. Bei uns haben Barrikaden damals gereicht auf jeden Fall. Hier könnt ihr auf jeden Fall ein Tor hinsetzen. Dann kommt hier nichts mehr rein. Und hier auch noch ein paar Barrikaden, weil hier auch ein paar Terzis rumlaufen ab und zu mal. Wir sehen aktuell gerade keinen. Das ist schon mal sehr gut. Hier hinten baut ihr einfach auch nochmal ein Tor hin, dann passt das auch. Hier unten haben wir direkt die Wasseranbindung. Und vor uns ist eine Ebene, wo sehr viel spawnt. Also von Kano bis Rex, Raptoren, einfach alles. Das heißt, ihr könnt hier auch wunderbar was wegziehen. Müsst ihr nicht großartig für auf die Suche gehen. Das Schöne hieran ist, dass das Ding zwei Ebenen hat einfach. Ihr könnt das hier unten auch noch mit benutzen. Da müsstet ihr einmal hier das Ganze absichern, weil hier Terzis rumlaufen. Da vorne ist auch gerade einer. Ich weiß nicht, ob man den gesehen hat. Hier vorne das Ganze einmal absichern. Und dann haben wir noch einen Zugang eben hier zu der Ebene. Wie man das dann absichert, müsst ihr schauen, ob man das überhaupt absichert. Ansonsten sichert ihr das einfach hier oben an dem Stein ab. Wenn euch das nicht reicht an Baufläche zum Beispiel, dann könntet ihr noch theoretisch etwas dazu nehmen. Und zwar haben wir auch mal hier unten gebaut. Da haben wir uns das hier einfach frei gemacht und wollten dann hier bauen. Und eben auf dieser Ebene hier. Das kann man auch wieder wunderbar verbinden mit Pillern. Und dann Fundamente oder Dächern. Allerdings müsst ihr aufpassen, dass ihr das hier oben auch zubaut, ähnlich wie in dem Spot zuvor. Weil wir hatten immer das Problem, dass hier extrem viele Rexe runtergefallen sind. Und das war dann nicht so cool, als man dann Rex in der Base hatte. Hier haben wir auch dann wieder die Wasseranbindung zum Beispiel. Also da seid ihr auf jeden Fall auch gut aufgestellt. Vor uns direkt den Wald. Und oben zu der Base, die ich euch eben gezeigt habe, habt ihr natürlich auch direkt die Waldanbindung. Das heißt, ihr seid ja ressourcentechnisch auch sehr, sehr gut aufgestellt. Sicherheitstechnisch liegt das Ganze auch noch im Rahmen. Wenn ihr das soweit abgesichert habt, dann kommt da eigentlich auch nichts rein. Das Schlimmste, was man hier ist, ist ein Rex oder halt ein Terzi und den könnt ihr eigentlich immer ganz gut abwehren. Dazu sei gesagt, ihr müsst es natürlich erstmal absichern und ihr müsst da erstmal hinkommen. Das heißt, es ist vielleicht nicht direkt für den Anfang geeignet, beziehungsweise also ihr müsst hochkommen irgendwie. Wenn ihr das geregelt kriegt, dann seid ihr da oben auf jeden Fall safe, wenn ihr alles hingebaut habt. So, dann kommen wir jetzt zu Ort Nummer 4, bin ich der Meinung. Auf der Karte sieht das nochmal folgendermaßen aus. Auch nicht allzu weit weg von dem Ort, wo wir eben waren. 27.2, 25.2. Und zwar geht es um diese Ebene hier, oder um diese Ebenen, es sind ein paar mehr. Ihr könnt das vorne hier wieder absichern. Mit einem Tor und mit einer Mauer. Hier ist noch ein zweiter Zugang nach oben. Das könnt ihr auch einfach mit einem Tor sichern. Dann habt ihr hier unten Fläche zum Bauen, wenn ihr alles abholzt und wegschlagt. Müsst ihr nur aufpassen, hier ist gerade wieder ein Terzi, die sind hier überall in dem Gebiet. Und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach diesen Flusslauf komplett zubaut. Mit Mauern wieder oder mit Barrikaden, damit da nichts rüberkommt, weil da sind auch mal Terzis gerne im Wasser. Das zieht sich bis einmal hier oben hin und hier hinten auch noch ein bisschen lang. Dann könnt ihr da hinten wieder ein Tor einsetzen hier. Und dann habt ihr eigentlich diese ganze Ebene für euch. Das sind insgesamt, glaube ich, so 2-3 Ebenen. Und hier oben habe ich damals meine Base gebaut, beziehungsweise mein Haupthaus. Und wenn ihr das hier alles abholzt, habt ihr hier auf jeden Fall auch eine große Fläche. Und ihr seid hier auf jeden Fall auch sicher. Wenn ihr wieder alles zugebaut habt, wie ich das eben gesagt habe, dann klappt das. Ihr habt hier unten auch die Wasseranbindung. Ihr habt hier halt mächtig viel Wald da vorne, da kamen wir gerade her. Und alles in allem auf jeden Fall auch ein sicherer Spot. Allerdings wieder so eine Nummer, man muss halt da erstmal hinkommen. Das heißt, man muss erstmal ein Level erreichen, um hier überhaupt herkommen zu können. Kommen wir zu Ort Nummer 5. Der ist hier direkt gegenüber von Ort Nummer 4. Und zwar auf der Karte sieht das dann folgendermaßen aus. Und laut GPS sind wir bei 26.4, 24.7. Und zwar haben wir hier auch wieder schön viel ebene Fläche, die wir bebauen können. Das zieht sich extrem weit nach hinten. Hier vorne können wir das Ganze mit einem Tor sichern und mit ein paar Mauern, dann passt das auf jeden Fall und ist dicht. Hier hinten machen wir dasselbe auch einfach mit einem Tor zu kleistern und gut ist. Dann kommt da auf jeden Fall auch nichts rein. Und wir haben natürlich hier wieder die Anbindung an das Wasser. Das heißt, wir sind hier auch versorgt und können hier auf jeden Fall auch unsere Gewächshäuser aufziehen. Und wenn ihr ganz viel Bock habt, könnt ihr das sogar hier verbinden mit Pillern und wieder
Dächern oder eben Fundamenten. Und könnt dann eben hier auch noch ein bisschen bauen, beziehungsweise hier vielleicht Tiere abstellen oder. Und ihr seid bei beiden Orten, also eigentlich bei allen Orten, die ich bisher gezeigt habe, extrem nah an den Ressourcen dran, die man so braucht. Ich habe auch schon einen Ressourcen-Guide gemacht, der ist oben verlinkt. Den könnt ihr euch mal angucken. Da findet ihr auf jeden Fall auch alles. Kristall, Metall, Obsidian, einfach alles. Und der ist tatsächlich auch sehr sicher, weil hier spawnt einfach nichts drauf. Das dürfte jetzt Ort Nummer 6 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und zwar befinden wir uns in den Highlands. Und dass wir uns in den Highlands befinden, möchte ich nochmal ganz kurz zeigen. Denn hier unten, zu meiner rechten Seite, meine Damen und Herren, sehen wir einen Giga. Ja, Level 135. Das ist ein ganz possierliches Tierchen. Deswegen, das vielleicht so als kleiner Hinweis, ob man in die Highlands ziehen möchte. Ja, nein, vielleicht. Man weiß es nicht. Aber dennoch gibt es einen Ort, an dem man hier hinziehen kann. Und zwar hier unten unter dem Wasserfall. Ich zeige euch das nochmal kurz auf der Karte und auf dem GPS-Gerät. Und zwar befinden wir uns einmal hier bei 18.179.1. Und wir können eben hier reinfliegen bzw. reinlaufen. Das Ganze ist schon natürlich geschützt. Wir haben hier Metall direkt bei uns. Wir haben hier direkt eine Wasserquelle. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall auch wassertechnisch versorgt. Wir könnten hier theoretisch sogar ein Gewächshaus reinbauen, wenn wir das denn wollten. Der Nachteil ist natürlich hier in Highlands, hier ist ein Giga, hier sind Rexe, hier sind Allos, also hier ist eigentlich auch einiges, was einen so töten möchte. Wir haben relativ wenig Ressourcen leider hier, das sieht alles immer sehr kahl aus, deswegen mag ich die Highlands auch nicht so gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier unbedingt für den Anfang geeignet ist. Man kann auf jeden Fall hier spawnen und man hätte direkt dort eine Höhle, in die man ziehen kann, und ein Giga kommt da auf jeden Fall nicht rein. Deswegen, das muss man sich natürlich überlegen. Ein Vorteil hiervon ist auch einfach, dass wir in den Highlands die Beete haben. Das heißt, wir können direkt hier auch mit den Karotten, die wir dort rausziehen können, die, ich nenne es jetzt einfach mal Pferde hier zähmen, und hätten dann direkt ein Reittier. Ort Nummer 7 sollte das sein, wenn ich richtig gezählt habe. Auf der Karte sieht das wie folgt aus. Wir befinden uns hier bei 57.736.8. Und zwar geht es um diese ebene Fläche hier direkt unter uns. Aktuell befinden sich dort zwei Brontos drauf. Es könnte aber auch sein, dass hier mal ein Rex langläuft. Oder zwei. Oder drei. Oder ein paar Kanos. Die habe ich hier auch schon gesehen. Und hier vorne sind direkt ein paar Raptoren. Also hier. Ihr solltet auf jeden Fall, falls ihr euch entscheiden solltet, hierher zu ziehen, sicher sein, dass ihr genug Material habt oder schnell genug Material beschaffen könnt, damit ihr schnell bauen könnt. Weil ihr müsst euch hier auf jeden Fall absichern. Gegebenenfalls könnte man sich hier auch an diesen Fels bauen, damit man schon mal von einer Seite gesichert wäre. Vorteil ist natürlich hier, wir haben hier natürlich Wasser. Wir haben hier einen Wald, wir haben da einen Wald, hier ist sogar Redwood, das heißt, ihr würdet sogar Baumharz hier bekommen. Und wenn wir hier runter gucken, dann sehen wir hier ganz viele kleine Flüsse, die hier lang gehen. Da sind ganz viele Biber, das heißt, Zement ist auf jeden Fall auch da. Und sogar Holz, das heißt, ihr müsstet da nicht mehr Holz sammeln, ihr könnt das einfach da rausziehen. Aber auch hier ist es so, dass ihr da aufpassen müsst, weil da laufen Raptoren, Kanus und Rexe rum, die euch so ein bisschen das Leben schwer machen wollen. Weiterer großer Vorteil ist natürlich, dass hier der Beacon direkt nebenan ist. Das heißt, ihr könnt Dinos hoch und runter laden oder euren Charakter hoch und runter laden. Das ist natürlich auch sehr gut. Und hier direkt vor uns, wo ich gerade drauf zufliege, ist ein Griffin-Spawn. Das heißt, ihr könntet hier safe auch einen Griffin zähmen. Nicht nur einen, sondern einige mehr, wenn ihr hier bauen wolltet. So, das sollte dann Ort Nummer 6 sein. Und zwar befinden wir uns auf der Karte hier. Das ist 64.549.1. Acht, und zwar geht es hier um diesen kleinen See, auf dem normalerweise noch ein Bäumchen steht und ein bisschen Stein. Und der Vorteil hier ist, dass ihr einfach schon mal diese Wand nutzen könntet, damit ihr einen natürlichen Schutz hättet. Ihr müsst dann einfach oben dafür sorgen, dass da nichts mehr reinfallen kann. Ich kann euch nur mal empfehlen, nehmt da keine Spikes, haut da ruhig eine Wand hin. Es könnte sein, dass hier schon mal ein Brondo reingefallen ist, der ein bisschen sauer war, weil er mal ein bisschen Schaden bekommen hat durch die Spikes und dann so das ein oder andere Tierchen hier auch gut gemacht hat. Das Wunderbare bei diesem Spot ist einfach, dass ihr extrem viel ebene Fläche habt. Also ihr könnt komplett einmal durchfliegen. Es ist alles super eben. Ihr habt sehr viel Fläche, die ihr hier bauen könnt.
Wir haben jetzt noch nicht so viel davon genutzt, aber man könnte davon noch mehr nutzen. Und das ist jetzt die Frage, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Wir haben direkt die Drachenschlucht auch vor uns. Das heißt, wenn ihr da noch irgendwie was braucht, könnt ihr da auf jeden Fall auch hingehen. Müsst da immer ein bisschen aufpassen. Die sind hier schon mal relativ nah dran an der Base, aber bisher ist noch nie was passiert und wir sind jetzt hier schon 2 Monate ungefähr. Ein Nachteil der Base hier ist auf jeden Fall, dass man jetzt denkt, hier ist ja verdammt viel Holz. Das heißt, Holz wäre eigentlich gesichert, aber diese Bäume, die geben einfach nichts. Also selbst mit einem Mammut kriegt man hier halt nichts raus. Entweder sind die Bäume halt wirklich so, dass sie nichts geben, was halt voll dumm ist, oder sind halt mega verbuggt so, was es dann ein bisschen schwieriger macht. Das heißt, ihr müsstet dann immer wegfliegen, entweder hier oben hin, da sind viele andere Bäume, oder in den Redwood, der am grünen Beacon ist, und da Holz farmen, was aber auch noch klar geht. Also ist jetzt auch nicht so weit weg. Ich bin mir nicht sicher, ein Vor- oder Nachteil dieser Base ist hier eben auch, hier läuft alles rum. Kanus, Alus, Raptoren und auch alles in Alpha-Form. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also wenn ihr Action mögt, dann seid ihr hier genau richtig. Wenn wir jetzt hier weiter hochfliegen, dann sind hier teilweise auch Rock-Elemente bzw. Steingolems, das halt schon krass ist, weil die einen wirklich wegmachen können. So, wenn man vom Teufel spricht, da war schon ein Kollegen hier und das ist sogar super nah an der Base dran. Allerdings ist mein Lieblingsspot der, den wir gesehen haben, an zweiter Stelle. Auch mit der direkten Anbindung ans Meer ist es halt mega der Vorteil. Ist mega cool. Ja. Ich würde sagen, das war's mit meinem Video zu den Base Locations im PvE-Modus auf Ragnarok in Ark. Wenn dir das Video gefallen hat und du in Zukunft auch nichts mehr verpassen willst zu Ark und auch zu Ark Extinction, kannst du natürlich gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.